als Hermann Meyer einer unserer wurde. Das Kurhaus. Er wollte es nicht immer. Mein Ziel ist neben dem Weiblichen auch ein Blick auf junge Eltern. Und dann schreibe ich dann willkommen zu einer weiteren Folge Lost in Translation. Und heute ist mal dabei der liebe Appler. Hallo! Ja, und es kam jetzt einige Zeit keine Videos mehr. Das habe ich, wie schon angekündigt, hatte eben den Grund, dass ich im Urlaub war und deswegen 2 Wochen nicht in Deutschland. Ja, wir haben uns einfach mal gedacht, wir bringen mal Lost in Translation, vor allem, weil der Appler auch schon länger mal dabei sein wollte in einer Folge. Ja. Und wir haben uns wieder einige witzige Sachen rausgesucht und das, glaube ich, könnte sehr cool werden. Wer das Format noch nicht kennt, kann gerne nochmal hier bei der ersten Folge vorbeischauen. Die ist hier sicher nochmal irgendwo verlinkt. Ansonsten würde ich dich gerne bitten, weil du der Gast bist, natürlich wie immer den Vortritt zu genießen und anzufangen. Okay, wir fangen erstmal ganz, ganz leicht an. Oder schreibe ich dann willkommen zu einem kleinen Koffertell. Dieses konnte nämlich die sozusagen genau davor auf Tour. Voigt nimmt nur Laub weg, fordert wir vielleicht schon einige, die auf Twitter mir folgen. Wissen bin ich seit dem letzten Freitag im Urlaub und zwar in Griechenland. Gleich eine von dort auch ein kleines Zusammenspiel-Video sehen. Von allen möglichen Landschaftsaufnahmen und was auf der ganzen Gegend wo Brat an dessen fahren. Dann wahrscheinlich, weil ihr so sehen, weiterschreibt es mir gerne mal. Das ist so, also das ist ganz einfach, das war natürlich der Gamescom-Donnerstag. Nein, Spaß. Das sollte wahrscheinlich das Commentary unkreative Projekte, Varo 3, einfallslose Projekte, Commentary, Minecraft, Wolrik, sowas in der Art. Sein. 6,5 Stunden später. Ja! Okay, das war das Einfache, Leute. Es wird noch schwerer. So, das heißt, es steht jetzt schon mal 1-0 für mich, aber du kannst es natürlich aufholen. Ich fange direkt mal mit meinem ersten an. So. Auf jeden Fall noch etwas tun. Als Hermann Meyer einer unserer wurde, das Kurhaus. Er wollte es nicht immer. Georg der Sechste und CIA. Im Verlauf des Jahres 2009 könnte er Klostermantor, flog die Schweiz, sieht jetzt ein paar Tage in der Klage mit Vernunft. PM, UM. Was? Gefährlich wird es vor dem Stichtag 1 der Jagdgenossen, Kommunen. Gefährlich angesehen. Alle Leistungen werden bestraft. Und zwar die kleine Pipi-Motiv. Sieht viel mehr sieht. Aber viele, die es noch nicht wissen, können, bis sie zum Mord bringen. Was? Da werde ich niemals drauf kommen. Das war tatsächlich auch sehr schwer. Man muss halt auch echt sagen, bei dir erkennt es ziemlich einen Scheiß, diese Untertitelsuche, Erkennung. Kannst du nochmal anfangen, nochmal so ein bisschen? Den Anfang kann ich dir ja auch nochmal vorlesen, ja. Auf jeden Fall noch etwas tun. Als Hermann Meyer einer unserer wurde, das Kurhaus, er wollte es nicht immer. Was? Vielleicht hast du irgendwann mal über Hermann Meyer geredet, wir wissen es ja nicht. Ich kann jetzt, glaube ich, nur irgendwie raten. Ich habe mir das jetzt nicht angeguckt, ich würde jetzt sagen, mit einem Herz gegen ein Team, weil die anderen waren es, glaube ich, nett. Ui, okay, nein, es war Jump League plus Replay Mod. Was? Okay, die nice. Die Musik hat auch teilweise den Untertitel beeinflusst. Ja, okay. Okay, nice. GG. Dann muss ich jetzt hart durchgreifen. Und da stand ich dann, willkommen. Sollten uns Sorgen, sollte man das mit dem Grundliegen gute Laune durch die Länder. Ich würde sagen, ja, einfach Macht und gleichzeitig eine gute Haber ich habe. Ich hab ein stattlicher Teil schwer. Okay, aber nicht. Man sollte vielleicht mal sagen direkt, dass dein Videoleinwand lecker ließ und zwar alle nimmt der Folge die Runde so wie sie jetzt kommt, egal was passiert. Von Bose wird es, das Fahrzeug war diesmal Kanal, die sagte Vettel. Boah, Junge, Alter, what the fuck. Du, das ist sehr schwer jetzt schon. Ich würde sagen, das ist ein älteres Video schon ein bisschen, glaube ich. Und zwar, ich denke, es ist dieser One-Taker-Survival-Game. Du scheiß was? Wie sollst du es erraten, Alter? Du könntest es jetzt noch auf einen Gleichstand rausreißen, tatsächlich. Oder kannst du es verkacken. Ich glaube, ich verkacke. Aber okay. Dann lese ich mal vor. Die Kinder sind zudem eine Lösung.
wir diese neuen Tipps und Tricks wie die You. Und heute die zu ein Koma, die Dui. Und zwar zu einem Kommando auf dem Weg mit meinem Schläger und Erdbeben sind Alltag. Ah, jetzt, ich weiß. Am Ende auch ein ganz großer der deutschen Sender. Und zwar gibt es heute einen Kumar und die Infrarot. Die PID, kaum ein Thema machte Tetnak, bekommt diese. Come on the block, Michael Backman. Was? Ich verstehe den letzten Satz auch nicht. Wie kann ich das erkennen? Ich würde mal sagen, es ist TNT-Bomben-Fernzünden. Genau, das ist richtig. Zuerst dachte ich, dieses neue Format, Tipps, Tricks, aber dann habe ich mir gedacht, Command Block und dann. Okay. Nee, genau, das ist TNT-Bomben-Zünden war das. Okay, das heißt 2 zu 1. Es ist noch schaffbar für dich. Dann liest du mal wieder vor. Global Investors. Geil. Or maybe. What ist das Falle? Welcher das sein wird, sagte Neubeck, fast Bill Arbeit geleistet, Sommers 8. Unterschätzt wird H. Galerist, dubbed Coach, deutlich teurer sein werden. Ich habe mir vor der offenen Diskurs überlegt, was ich machen könnte, sollte man gar nicht gesagt, no. Es sind mehr als 50% erreicht, sagte etwa entsprechend. Was? Okay, das habe ich jetzt echt nicht erkannt. Da weiß ich jetzt wirklich das nicht. Das ist übelst. Das ist jetzt echt. Also, ich habe jetzt gerade eine sehr große Chance, ne? Ich würde es einfach mal raten, einfach die Videos nehmen, die ich nicht so gut kenne. Das sind die Gamescom-Vlogs. Aber da habe ich auch nur eine Chance von 1 zu 3. Deswegen sage ich jetzt mal Gamescom Freitag? Ob du es richtig liegst, siehst, wenn das Licht angeht. Piep. Nee, ist nicht angegangen. Es war meine eigene Hütte, Skylife 11. Das habe ich in einem anderen Lost in Translation, habe ich schon mal gesagt. So. Ja, das könnte sein, dass ach es das so, Video vielleicht also ist. Und das war es damals nicht. Oder war es da war's, oh, jetzt ist es das. Okay, oh, das war jetzt, oh Mann, okay. Es steht jetzt im Moment 2 zu 1 für dich. Du kannst es noch auf einen Gleichstand rausreißen. Jetzt, das entscheidest du jetzt tatsächlich sogar. Ich denke, er ist was. 4-2, ob die Wahlen sind, geht es natürlich nicht, welche Person, erklärt Natur. So eingerichtet, um Arten, die Spieler suchen, einfach so, weil keine Ahnung, mein Klassik-Szene, die mich liebt, hasst. Mein Ziel ist neben dem Weiblichen auch ein Blick auf junge Eltern. Die jetzt die Dienste aufnehmen. Zack. Shit, Alter, ich weiß es nicht. Das ist ein relativ neues Video, so viel kann ich dir schon mal als Tipp geben. Ich weiß nicht, entweder ist es, ich würde sagen OBS oder Akinator, ich bin mir da nicht sicher, oder ich denke mal. Also sagen wir es mal so, du liegst nicht falsch. Ich glaube aber, das ist doof, weil beides, also aufnehmen wäre so ein Schlüsselwort, aber bei beiden wäre so aufnehmen, habe ich aufnehmen gesagt. Ich glaube es ist Akinator. Es ist so ein Akinator, genau, richtig. Und damit eine Premiere. Wir haben das erste Mal Gleichstand in Lost in Translation tatsächlich. 2 zu 3. Ja, geil. Okay. Okay, jetzt bin ich nochmal dran. Warte kurz. Du hast noch ein Video? Ach, hatten wir schon 3? Willst du es noch als Bonus vorlesen? Dann kannst du ja mal machen. Okay, machen wir eine Bonusrunde. Da kommen sie aber, glaube ich, drauf. Nun stand ich, dann will, kann zu einer kleineren als Bestrafung Spettel mit den Löhnen Wort von Mitreder wählen. Ja, wir haben das ganze Jahr schon mal gemacht. Wir vor allen Dingen Wochen oder so. Ja, für die Leute, die das nicht gesehen haben. Was kann ich ja nochmal erklären? Kurz, wir machen zu seinen Battle gegen uns. Ich glaube, das ist so easy drauf. Ja, das ist jetzt wirklich sehr einfach. Das ist hier ein neues Format, Bestrafungsbattle 2. Ja. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Das, ne? Aber war echt easy. Du hast es nicht davor schon vorgelesen, sonst hättest du jetzt wahrscheinlich verkackt. Ja. Aber war auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Runde hier. War auf jeden Fall sehr coole Sachen dabei auch. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr gerne auch mal beim Äppler vorbeischauen und könnt euch auch gerne, wie nochmal, die ganz anderen Videos mit Untertiteln anschauen. Und auch die
anderen Lost in Translation Folgen anschauen, für die ich jetzt endlich mal eine richtige Playlist erstellt habe. Die ist in der Beschreibung auch verlinkt. Schaut auf jeden Fall gerne mal beim Appler vorbei. Vergesst nicht, eine Bewertung dazu lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Oder sonst. Und lasst einen coolen Kommi da, Leute. Lasst einen coolen Kommi da. Ja, genau. Das ist auch immer sehr schön. Ich freue mich immer sehr über Kommentare. Ja. Das ist immer. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Bleibt apflig und tschüss. Wollrig. Und schleimig.